Willkommen zurück zu SimCity Builded, der dritte Part und wahrscheinlich auch letzte Part von Wenn man fast aktiv spielt. Ich habe die ganzen Sachen wieder aufgebaut, weil ich dadurch einfach eine ganze Menge mehr an Bewohnern habe und die bringen natürlich auch mehr Steuern. Das werden wir auch gleich brauchen in einer Aufgabe hier drinne. Es sieht schlecht aus um den ersten Platz. Der erste Platz hat da 21.800. Ich habe ausgerechnet alle Challenges, die ich heute machen werde, 3. Also in dieser Aufnahme jetzt, bringen mir gerade 3.200 etwa. Ich komme damit nicht weiter als 15.700, also ich werde den nicht mehr einholen. Andererseits glaube ich nicht, dass mich der dritte Platz noch einholt. Aber wir machen trotzdem weiter. Da bin ich auf den Aufnahme-Button gekommen. Ich habe jetzt die Aufnahme gerade beendet. Entschuldigung für das, Leute. Ja. Machen wir weiter. Starten. So, das als nächstes. Habe ich auch schon vorbereitet. So, das noch. Und zu guter Letzt. Simoleons verdienen. Ich hoffe, es reicht. Ich weiß es nicht genau. 11.000. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Das mache ich auch noch rein. Keine Ahnung, ob ich davon eins zu viel habe. Und das reicht nicht. 200 fehlen. Aber hier ist bestimmt noch was drin. Ja. Geschafft. Bestenliste. Oh, knapp 15.700. Stufe 7 erreicht. Bringt mich nicht weiter. Das wäre eigentlich noch ganz toll. 20 Simcash. Ich meine, Simcash kann man immer gebrauchen. Frostfjordgebiete müsste ich mal gucken. Sonst erstmal nichts. Ich könnte noch Zucker und Gewürze herstellen. Dann gucke ich mal. Frostfjord. Ja, das kann ich ganz schnell machen. So, und geschafft. Direkt wieder 1000 Punkte mehr. Herstellen und einsammeln. Maßbänder, 5 Stück nur. Das bereite ich, glaube ich, vor. Und Gewürze und Zucker.
Ja. Alles andere bringt mir gerade nichts. Ja, ich glaube, den wollen wir nicht mehr einnehmen. Da bräuchten wir über 5000, 5200, dann sind wir dem über. Aber der holt bestimmt noch Punkte. Deshalb denke ich nicht, dass wir den noch einholen. Dann gehen wir zurück zur Hauptstadt und gucken mal bei Heinz vorbei. Vielleicht hat er noch was, was wir gebrauchen könnten. Nicht da. Heinz Stadt. Nö. Hat noch jemand ein Geschenk für mich? Ah. Ein Glas. Toll. Toll. Dann stellen wir mal ein paar Maßbänder her. Eins, zwei, drei, vier. Muss ich noch ein bisschen warten. Davon habe ich noch einen rein. Okay. Fünfzehn, 20, 20, 25, 30, 31. Es waren 31, oder? Ja, es waren 31. Okay, Leute. Dann sehen wir uns in 4 Stunden wieder. Oder soll ich noch einen kleinen Cut zwischendurch machen? Warte mal, ich rechne mal kurz. 20, 40, 60, 80, 95, 95 geteilt durch 2 wegen der Tempomarke. So etwa 45 Minuten. Ich überlege es mir noch, Leute, okay? Also, ihr seht es jetzt gleich eingeblendet, wie lange Zeit ich gewartet habe. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Es ist 1 Stunde vergangen. Bisschen mehr als geplant, weil ich zweimal die Maßbänder eingesammelt habe, ohne dass ich sollte. Und dann habe ich noch etwas anderes geplant, nämlich Wohngebäude ausbauen, 0 von 3. Ich bin dabei, 2 kann ich auf jeden Fall schon verbessern, aber wozu? Was bringt es mir jetzt, die zu verbessern, wenn das dritte noch nicht bereit ist? So, 600 Punkte haben wir. Verdienen Sie sich Simoleons 18.000. Ich glaube, das mache ich dann morgen einfach ohne Video, weil das sind jetzt hier schon 3 Videos. 3 Videos von SimCity Builder, die in ein, 2 Wochen so rauskommen. Und da ist das ein bisschen
viel. Das braucht noch ein bisschen. Und dann zeige ich euch mal, was ich hier schon vorhab. Das hier. Ich habe ein Glas, ich habe zwei Mineralien und die Uhr, die wird hier gerade hergestellt. Also das kann ich auf jeden Fall machen. Dann hier, ich habe noch drei Liegestühle und Stahl habe ich ohne Ende. Und das hier, das mache ich jetzt. So. Dann kann ich neue Katastrophen auslösen. Und dann können wir vielleicht noch, kann ich vielleicht noch eine weitere Challenge machen. Ich gucke gerade, welches ich noch machen wollte. Das hier. Dazu braucht man... Oh. Dazu braucht man einen Liegestuhl. Und dafür brauche ich Textilien. Und die Textilien, die werden hier hergestellt, in den übrig gebliebenen Stellen. Ja, ich hoffe auf eine Werbung, dass das dann beendet wird. Und dass ich das dann endlich machen kann. Aber, naja, ich mach das jetzt, oder? Ich meine, ja, ich kann das immerhin danach noch herstellen, also macht das jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied. Das kann ich locker machen. Das kann ich auch machen. Und das kann ich hier noch machen. Da. Jetzt haben wir hier einige Sachen wieder drin, aber die mache ich erstmal nicht. Dann holen wir uns hier 2400 Punkte ab. Was eine ganze Menge ist. Ah, Rang 10 erreicht. Juhu. Und hier haben wir auch was freigeschaltet, nämlich... Yay, 20 Sim Cash. Ich habe einiges ausgegeben. Das gefällt mir nicht, aber ich muss es machen. Hierfür. Da, ich brauchte ein weiteres Lager, einen weiteren Platz, um 5 Stück herzustellen. Deshalb habe ich jetzt schon einiges weniger an Simcash. Naja, was hatte ich danach noch vor? Ah ja, hier Zucker und Gewürze. Also Leute, es wird jetzt etwas länger werden beim Cut. Wir sehen uns dann wieder. So Leute, da bin ich wieder. 2 Stunden sind etwa vergangen. Bisschen viel. Aber wir sammeln jetzt was ein. Wir sind ziemlich dicht am ersten Platz dran, aber ich weiß nicht. Also er wird, ja, sie, keine Ahnung, wird bestimmt noch weiterspielen und wird dann noch einen größeren Vorsprung machen. Ich habe jetzt noch vor, weiterzumachen, aber das nicht mehr aufzunehmen, weil es eine ganz schöne Menge ist. Und ja, Leute, das war's mit der Folge. Das war's mit der 3. Folge von Wenn man fast aktiv spielt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.